Ja, die Lukas, ja. Schon sollte die Copenhagen-Plank an. Die Copenhagen-Plank ist eine Übung für eure Adduktoren, für eure Hüftanziehende Muskulatur. Ganz wichtig für die Beinachse. Das Knie hat kein Mitspracherecht. Bei einem Fuß oder in der Hüfte was falsch lag, muss das Knie beugen. Gerade wenn das Knie aber beleidigt ist, kann es sein, dass eine richtige Copenhagen Plank, das heißt mit gestrecktem Bein, hier oder dynamisch hier, die Minisci, Seitenbänder oder Kreuzbänder irritiert. Mit einem TRX oder vergleichbarem Schultrainer könnt ihr den Hebel aber kürzer wählen. Kürzerer Hebel, kürzeres Drehmoment, man kann das Knie auch ganz aus der Gleichung nehmen. Das heißt, ich schnappe mal einen Schultrainer, fahre mit meinem oberen Bein durch. Je weiter man beim Durchfährt, umso kürzer ist der Hebel, damit seitlich das Knie aufklappt. Möchte ich, wie gesagt, das Knie ganz aus der Gleichung nehmen, fahre ich bis zum Oberschenkel, komme in meine Ausgangsposition. Zwei Möglichkeiten: entweder ich halte das Becken hier und arbeite am oberen Bein isometrisch, das heißt, ich halte nur und arbeite dynamisch nur am unteren Bein, oder ich beginne unten. Ziehe mich zuerst aus dem oberen Bein dynamisch in Position und lasse dann das untere Bein dynamisch nachkommen. Beides gute Varianten. Wie gesagt, über den Abstand zwischen dem Fixpunkt und meinem Knie kann ich den Hebel, der auf meinem Knie wirkt, ein wenig steigern. Copenhagen Planks mit kurzem Hebel im TRX.